Wenn man von intensiver Landwirtschaft redet, dann reden wir von großen Betrieben, wo sehr, sehr viel Einsatz gebracht wird. Und wenn man hier bei uns herumguckt, gerade hier in Wiedebach, dann haben wir eigentlich das komplette Gegenteil dieser Landwirtschaft. Man muss sich das mal so vorstellen, diese 150 Hektar, wo wir hier haben, das heißt, da strecke ich hier komplett, wenn man rumschaut, bis zu den Baumgrenzen. Das sind 150 Hektar. Wir haben sehr, sehr viele einzelne Schläge. In den Großbetrieben ist das ein Acker ohne einen Baum dazwischen. Was dann natürlich weniger Insekten leben, wie hier, wo man viele kleine Nischen hat, muss jedem klar sein. Und was ist in dieser Landwirtschaft? Das ist eigentlich diese Landwirtschaft, die wir hier haben. Ich weiß, was die Bevölkerung will. Nee, Stadt Freiburg will das nicht. Stadt Freiburg macht uns Bauern, wo so wirtschaftlich, so wirtschaften, wie es die Bevölkerung will, kaputt. Und dagegen wehren wir uns und sind eigentlich froh, dass wir uns hier als Regelbündnis zusammenschließen konnten mit unseren Partnern. Und hoffen, dass wir da auch rege Unterstützung kriegen, dass wir eben so weitermachen können und so produzieren können, wie es die ganze Bevölkerung eigentlich will. Ich will jetzt noch kurz ein klein bisschen was sagen zum Ablauf heute hier. Wir haben hier zwei Diskussionstische, das sind diese runden Strohballen, wo man den Landwirten Fragen stellen kann über die Wirtschaftsweise, was wir überhaupt draußen machen. Ich möchte da bitten, dass man da doch eine rege und offene Diskussion hält. Dann haben wir ebenso noch von das Erna Hart von Dietenbach Festspiele, wobei das noch ein bisschen dargelegt wird von dem Urbanisten Emil Galli. Ebenso werden wir um 3:30 eine Führung hier machen durch Dietenbach, wo man einfach auch so ein bisschen zeigt, was hier wächst, was wir hier machen, das einfach ein bisschen anschaulicher machen. Dazu wird Treffpunkt auch hier vorne am Tisch sein. Ich werde da rumführen. Und jetzt wird auch noch gleich jeder Teilnehmer vom Regelbündnis hier kurz ein bisschen sagen, was er hier wie ausstellt. Und dann auch sagen, wo man die einzelnen Punkte findet. Ebenso begrüßen möchte ich hier bei uns Dr. Winkler von Freiburg Lebenswert. Schon sehr schön, dass vom Stadtrat Leute herkommen, um das anschauen und zu unterstützen. Und das denke ich auch ein großer Applaus wert, wenn man von denen angehört wird und die uns besuchen. Ebenso möchte ich Baron von Droste-Hülshoff hier bei uns willkommen heißen. Er ist noch nicht Mitglied bei uns im Regelbündnis, aber ist im Grunde mal auch ganz, ganz groß betroffen hier von Dietenbach, aber dazu wird er gleich selber eingehen. So, und dann gebe ich das Wort weiter an die Teilnehmer des Regelbündnisses. Danke. Dann fange ich mal gerade an. Ich bin von Eco Trenova e.V., der Vorsitzende, Freiburger gemeinnütziger Verein für die Region hier, auch am südlichen Oberrhein. Wir sind der Meinung, dass das Regelbündnis sehr wichtig ist, dringend nötig ist, um in Freiburg und Region das Bauen auf der grünen Wiese und auch den damit verbundenen Flächenverbrauch an Landwirtschaft, Gärten und Natur jetzt und endlich zu stoppen. Weil es auch so viele Alternativen gibt, gute Alternativen, Aufstocken, Dachausbauten, Anbauten, Umbauten für mehr Wohnungen, Einrichtungen von Einlegerwohnungen, von Nutzung von Leerstand, von Baulücken, von Nutzung von illegalen Ferienwohnungen, von Hinterhäusern, Wohnung für Hilfe, Seniorenwohngemeinschaften und anderes zusammenziehen, über Bauen von großen Großparkplätzen bei Behörden und Gewerbe und auch in Wohngebieten und andere Doppelnutzungen von Flächen, ökologischer Umbau von ganzen Stadtteilen, wie auch beabsichtigt ist auf der Heid in Haslach-Schildacker oder Neuburg oder auch in Zähringen-Nord. Da tut sich also was und ganz aktuell sage ich, dass der Baubürgermeister und der Oberbürgermeister gerade eine ganz große Chance verpasst haben. Sie hätten nämlich mit dem Hilfe des Perspektivplans Freiburg, der viele Wohngebiete auch ausweisen wird und Stadtgebiete umbauen wird, von Dietenbach endlich zurückzutreten. Stattdessen wird der Baubürgermeister verdoppelt sein Personal und die Kosten auf 1 Million Euro pro Jahr und sieht schon öffentlich auch große Schwierigkeiten für Dietenbach. Sie sahen es in der Badischen Zeitung hier eindrücklich, dass er vom Hochwasser her und von anderen Gefahrenpunkten große Gefahren sieht für die Verwirklichung des Neubaustadtteils Dietenbach. Und wir hoffen, dass es auch so kommt, dass er nicht verwirklicht wird, weil es eben übermäßig Alternativen gibt. So, das nur ganz kurz. Und die anderen wollen ja auch sagen, warum sie für das Regelbündnis sind. Ja, hallo zusammen. Wir sind von der Initiative Gartenleben in Freiburg. Wir haben unsere Kleingartenanlage hinter dem neuen Rathaus im Stühlinger.
Und diese Kleingartenanlage ist bedroht. Grünflächen in der Stadt sollen verschwinden, das wissen wir jetzt alle hier. Und es sollen das als Alternative zu den Grünflächen ist halt die Bebauung. Also Betongold verdrängt die Grünflächen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, was ganz interessant ist, auch in dem Zusammenhang hier mit den Bauern. Nach dem Kleingartengesetz steht uns Ersatzflächen zu und die Stadt muss uns Ersatzflächen ausweisen. Und momentan ist es so, dass in St. Georgen sollen Ersatzflächen für unsere Flächen im Stühlinger entstehen. Und wir wollen natürlich nicht, dass wir wieder auf Kosten von Bauern zusätzlich wieder unsere Gärten bekommen. Außerdem macht es für uns überhaupt keinen Sinn, so weit nach St. Georgen zu fahren, weil viele kommen ja aus dem Stühlinger und wollen da natürlich ihre Gärten auch erhalten wissen. Das heißt, wir wehren uns auf jeden Fall dagegen, dass die Kleingärtner auch gegen die Bauern ausgespielt werden sollen, in Anführungszeichen oder vielleicht auch als Fragezeichen. Dagegen wehren wir uns. Wir wollen auf jeden Fall eben auch solidarisch mit den Bauern sein, weil wir sehen, dass Grünflächen insgesamt halt sehr wichtig sind in der Stadt. Und ich lese einfach als unsere Motivation nochmal vor, so wie es auch auf der Webseite hier steht, warum wir teilnehmen an dem Bündnis. Und zwar, wir möchten, dass eben alle vom Bauboom bedrohten Kleingärten und Grünflächen, das ist uns wichtig, also alle Grünflächen in Freiburg erhalten bleiben. Diese sind im Zusammenhang mit dem Klimawandel wichtig als grüne Lunge im innerstädtischen Bereich. Sie tragen außerdem zum Erhalt der Artenvielfalt bei und sind Begegnungs- und Integrationsstätte. Das ist unser Motto, warum wir uns gegründet haben und auch hier mitmachen. Dankeschön. In Wittenweiler, ein gemeinnütziger Verein, mit dem Thema wieder in Verbundenheit gehen zu unseren Lebensgrundlagen. Und wir machen mit beim Regio-Bündnis, weil wir sehen diese Flächen nicht, hier ist Platz, hier können wir bauen, sondern hier ist das Wertvollste, was wir haben, einfach die Landschaft, die Natur, der Ort, wo unser Essen herkommt, wo unsere Kleidung herkommt. Wir haben heute auch einen Mitmachstand hier zusammen aufgebaut. Wo kommt eigentlich unsere Kleidung her? Und heute Morgen war ein schönes Bild in der Zeitung. Das schönste Foto von Baden. Vielleicht haben Sie es gesehen. Da ist kein Haus abgebildet, da ist ein bisschen Natur, ein Stück Natur abgebildet und ein Schwarm, vermutlich Staren, abgebildet. Der Vogel des Jahres auch übrigens. Wenn wir Nachhaltigkeit ernst nehmen und unseren Kindern und Enkeln ein lebenswertes Leben hinterlassen wollen, dann bauen wir nicht das Kostbarste, was wir haben, den gewachsenen Boden mit Häusern zu. Sie sagen vielleicht, also sowieso überall nur Mais. Warum ist da überall nur Mais? Unsere Bauern würden vielleicht auch lieber was anderes bauen, aber wenn wir unser Brot aus Schnellbackbrötchen von chinesischen Brötchen kaufen, wenn wir unsere Kartoffeln in Rumänien kaufen und unsere Früchte irgendwo in den Ländern des Südens, dann müssen die Bauern eben andere Lösungen finden. Und wenn wir sagen, es gibt ja Ersatzflächen, dann muss ich sagen, ich sehe es genauso. Einem anderen Bauern seinen Acker wegzunehmen, ist keine Ersatzfläche. Es gibt keine Ersatzflächen. Und vielleicht steht auf diesen Feldern in ein paar Jahren ein blühender Garten mit Gemüse, mit einer solidarischen Gärtnerei, wenn wir die Grundlagen dafür schaffen. Aber wenn da Häuser stehen, dann sind die Felder, die Flächen, die kostbaren Flächen verloren für immer. Und deswegen muss landwirtschaftlicher Boden von außerlandwirtschaftlichen Investoren geschützt werden. Ralf Schmidt, Vorstand Land e.V. Land e. setzt sich ein für naturnahe Grünfläche und Kulturlandschaft in Freiburg und Umgebung. Setzt sich Land e. ein für Grünfläche und Kulturlandschaft, für die Artenvielfalt und auch für die Erholung für die Bürgerinnen und Bürger, die ja solche Flächen nicht brauchen.
Ja. Plan B setzt sich ein für einen anderen Umgang in Bezug auf Naturflächen. Also es muss ein Umdenken stattfinden diesbezüglich, das Vorrang hat, also den Erhalt der Landschaft, der Kulturfläche und vor Versiegelung und Bebauung. Dafür steht Plan B. Und wie gesagt, man sieht ja den Flächenverbrauch regional und auch kommunal hier in Freiburg. Und ich denke, da muss man einfach sich dagegen wehren und halt sich öffentlich machen. Danke. Ja, Alexander Milles von NABU Freiburg. Hier wurden heute schon viele wichtige Sachen gesagt. Es sind Insektensterben, aber auch andere Sachen bedrohen unser Ökosystem. Und gleichzeitig bedroht Dietenbach, aber auch andere Projekte bedrohen auch ja, soziale Bereiche. Und zwar stehen Existenzen auf dem Spiel. Und auch ist die Frage, wie Dietenbach denn überhaupt dazu führen kann, dass die Mietpreise, was doch eigentlich alle sich erhoffen, reduziert werden können. Und es ist in der Tat so, dass Neubaugebiete halt leider nicht dazu führen. Und da muss man sich schon ganz ernsthaft fragen, was bringt es denn, diese Flächen zu versiegeln? Und im Endeffekt nichts. Das bringt nur ganz wenigen Leuten etwas, die in irgendwelche Immobilienfonds riesige Vermögen gesteckt haben, aber es bringt nichts der Freiburger Mieterschaft oder sonst wem was. Und daher sagen wir auch von der Seite NABU Freiburg aus, wir können nicht weiter so handeln, als hätten wir noch irgendwo einen zweiten Planeten in petto. Das ist nicht der Fall. Und daher freuen wir uns, dass wir hier im Deko-Bündnis dabei sind, wo nämlich sich die Leute zusammenschließen, die bisher sehr gerne gegeneinander ausgespielt wurden. Nämlich der Naturschutz, die Landwirtschaft, die Kleingärten, alle haben was zu verlieren. Aber im Deko-Bündnis, da denke ich, haben wir alle gemeinsam was zu gewinnen. Und deswegen sind wir auch als NABU dabei. Danke. Hallo, ich bin Jonas von Greenpeace Freiburg und leite dort den Bereich für Landwirtschaft. Und vielleicht erstmal als privates Interesse, wieso man als Student hier Dietenbach nicht unterstützen kann, wie man hier auch schon öfters angesprochen, der Mietpreis würde deutlich steigen und das ist momentan einfach schon für viele unzahlbar und eine weitere Steigerung wäre einfach untragbar. Vor allem hat eine Flächenversiegelung auch Einfluss auf viele andere Faktoren. Zum Beispiel sorgt eine erhöhte Lichtabsorption natürlich auch für eine Erhöhung der Temperatur und eine Verschlechterung des Stadtklimas. Regen kann nicht mehr natürlich versickern und es kommt einfach nicht mehr zu einer natürlichen Grundwasserbildung. Dietenbach ist auch natürlich Lebensraum für viele Insekten und Vogelarten. Das wurde auch eben schon häufiger angesprochen, dass erst vor kurzem ein Bericht von einem Insektenverband aus Krefeld Schlagzeilen gemacht hat, worum es halt dringend gesagt wurde, dass halt in den letzten 27 Jahren die Insektenbiomasse sich um 75% gesenkt hat und eine Bebauung von Dietenbach hätte ziemlich ähnliche Faktoren. Das heißt, die Artenvielfalt würde weiter sinken und viele wichtige Bestäuber, wie zum Beispiel Bienen, würden einfach der Natur dann fehlen. Um jetzt nochmal kurz die Folgen zusammenzufassen, der Grundpreis in Freiburg würde steigen, die Grundwasserneubildung würde zurückgehen, das Stadtklima würde sich verschlechtern und die Artenvielfalt weiter abnehmen. Aus diesen Gründen sprechen wir, Greenpeace Freiburg, uns klar für den Erhalt von natürlichen und landwirtschaftlichen Flächen und gegen die Bebauung von Dietenbach aus. Vielen Dank. Also, mein Name ist Benedikt von Droste zu Holzhof, ich bin Landwirt aus Horben. Und die Stadt Freiburg hat es sehr geschickt angestellt mit diesem Gelände, indem sie nämlich verheimlicht haben, dass bei uns in Horben, erstmal auf meiner Fläche und noch von einem anderen betroffenen Landwirt, auf 6 Hektar Fläche ein riesiges Regenrückhaltebecken gebaut werden muss, welches nämlich die Bauvoraussetzung ist, weil hier Überschwemmungsgebiet im Dietenbach ist, dass das überhaupt gebaut werden kann. Also man kann jetzt den Hahn zumachen vielleicht noch in Horben oben, dann fällt die Bebauung hier flach.
Und dafür habe ich eine Petition online gestartet. Die Frau Falkner ist Gott sei Dank auf mich zu. Wir haben uns connected. Ich stand davor allein da. Die Stadt hat gesagt, mit dem kann man es machen vielleicht. Ich bin heute hier, um darüber zu informieren und auch die Landwirte hier zu unterstützen. Einen Gruß aus Waben zu sagen. Ein Likör haben wir auch von unserer eigenen Produktion. Die badische Lösung, hoffen wir, dass es hier auch sowas gibt. Und für die Landwirtschaft, für den Naturschutz und für den Erhalt von Mensch und Natur, dafür möchte ich eintreten. Vielen Dank. Zwei Vereinigungen da. Ich bin nämlich auch Co-Sprecher vom Klimabündnis Freiburg. Die anderen Aktiven sind in Berlin, versuchen da die Koalitionsverhandlungen zu beeinflussen, ja, oder die Verträge künftig. Vom Klimabündnis Freiburg, das beschäftigt sich jetzt seit 4 Jahren mit Wohnen, Bauen und sozialen Fragen dazu. Und es sagt als Grußwort hier an Sie, Freiburg braucht keinen neuen Stadtteil auf der grünen Wiese, sondern bessere Nutzung von vorhandenem Wohnraum. Wohnungszubau ist sinnvoll im Rahmen von Innenentwicklung, zum Beispiel mit ökologisch-sozialem Umbau von Stadtquartieren, wenn die Bevölkerung wie derzeit noch weiter wächst. Ein Neubaustadtteil Dietenbach ist ungeeignet, die mit ihm angestrebten Ziele wie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, klimaneutralem, flächensparendem Bauen zu erreichen. Sinnvoll sind alle zugleich nötigen Alternativen, die ohne Neustadtteil auf der grünen Wiese auskommen. So, okay, es geht da noch länger, das fahren wir mal gerade, damit auch andere noch was sagen können. Dankeschön. Wir haben noch ein Grußwort von der Bürgerinitiative unter dem Heidach in Denzlingen gekriegt, die heute verhindert sind aus Urlaubsfragen, vermute ich mal. Und die haben aber entsprechend auch genau die Ansichten des Regelbündnis, denn in Denzlingen soll noch mehr gebaut werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das möchten die auch gerne dort verhindern mit unserer Unterstützung. Ja, hallo, der Erwin Wagner, Vorgänger, Landwirt, leider in der Politik. Die Frau Schremp möchte auch noch begrüßen, überlebenswert. Also schön, dass Sie gekommen sind. Wäre natürlich viel schöner, wenn wir noch viel mehr von unseren Stadträten hier sehen würden. Ich meine, wir sind vielleicht noch zu weit weg von der Wahl, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ihr seid nicht hier wegen der Wahl, ihr seid wirklich aus Interesse hier. Wir kennen uns. Und in der Stadt gehört der raue Dank an unsere Städteplaner, ich möchte einen Dank aussprechen. Wenn die das nicht so geplant hätten, dass sie uns Landwirte das Land wegnehmen wollen, aus Solidarität, städtisches Gelände, wären wir jetzt nicht zu einem Bündnis zusammengeschlossen worden. Also will ich also wirklich, ich hoffe, die Preise bringt es, ein großes Dank an unsere Bauherren in der Stadt. Sonst hätten wir das nicht geschafft. Jetzt sind wir endlich mal eine Vereinigung. Und in der Vereinigung können wir was bewirken. Bis jetzt haben wir alle gegeneinander gearbeitet, habe ich so das Gefühl, geht vielmal. Aber im Moment sieht es also, sind wir eine Solidarität, also nur vom Feinsten. Ja, gut, man kann eigentlich nur jedem so beschweren. Also alle, die hier sind, wäre schön, es wären ein paar mehr, aber wir sind vielleicht am Anfang. Da hat jeder eigentlich mehr als März gesprochen. Wir sind uns wirklich einig, wir machen weiter so, wir bleiben dran, wir kämpfen mit jedem Feld. Wir sehen ja, in St. Georgi geht es jetzt schon wieder weiter mit der Kleingärte, die wir hier bauen will, wieder 4,3 Hektar. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben einen Betriebsdurchschnitt von 25 Hektar irgendwo bei uns. Ihr könnt euch mal durchrechnen, wie viele Betriebe das sind, die hier verloren gehen. Und das sind landwirtschaftliche Betriebe, das sind Menschen, Familien, gut zugrunde gehen, wo irgendwann im hohen Alter, ich meine die Jungen, die wollen schon gar nicht mehr weitermachen, mit Recht irgendwo, ganz wenige machen mehr weiter. Und da sage ich einfach, was tut man den Leuten an? Aber alleinig die Familie und die Natur können wir nie wieder hinterherholen, nie wieder. Und stimmt mir ein bisschen traurig, wir hoffen, dass wir das durchziehen, wir kämpfen bis zum Schluss. Wir sind eine große Gruppe jetzt in der Zeit, wir werden mit Sicherheit noch mehr werden. Und ich bedanke mich für euer Kommen. Und im Nachgang dürfte jeder, der noch Interesse hat, aber so Kürbis mitnehmen. Vielleicht gibt es mal einen Kürbis oben. Die stellen wir die Familie Gamp auf der Insel, die ja Kürbis anpflanzt hier im Dietenbach-Gelände, habe ich uns zur Verfügung gestellt. Und ihr dürft euch gern bedienen. Und soll einer was übrig haben, der sagt, ja, die Kürbis sehen gut aus, du aber gern bei uns, bei der Bibel, noch eine Spende hinterlassen. Dankeschön. Und schönen Tag.